400 Meter, die Startnummer 231. Hier gibt es zwei Zeitendläufe, sagen wir gleich dazu. Mit der 231 Natalia Kaczmarek. Olympiasiegerin mit der polnischen Mixstaffel. Das erste Mal ausgetragen bei Olympischen Spielen in Tokio. Und da gab es ja in diesem verrückten Rennen, als die Deutschen den Stab verloren, die Insider werden sich erinnern, diesen polnischen Überraschungssieg. Also eine Olympiasiegerin hier dabei. Und eine, ja, vielleicht die Leichtathletin mit den meisten Instagram-Followern, 23 Jahre jung vom SCC Berlin, Alisa Schmidt, 52,21, ihre Bestzeit. So schnell wie noch nie in die Saison gestartet, 52,32, vorige Woche die deutsche Vizemeisterin. Schauen wir mal mit der 230, Justina Erzetic-Svieti. Hat insgesamt schon 14 internationale Medaillen gesammelt. Die Polin auch letztes Jahr erfolgreich in Tokio. Auch Olympiasiegerin geworden. Ja. Alice Mangione, die amtierende italienische Landesmeisterin mit einer persönlichen Bestzeit von 51,74. Ja, und wer da jetzt vielleicht sagt, Mensch, wo ist denn Corinna Schwab? Wo ist denn die Chemnitzerin? Unsere Beste, unsere Deutsche. Die sind gerade mit der gesamten Trainingsgruppe aus Florida zurückgekommen, haben vorhin mit Edgar Eisenkolb noch geredet. Die Chemnitzer Fraktion steigt nächste Woche langsam ins Wettkampfgeschehen ein. Tja, spannendes Rennen, ausgeglichen könnte es werden, rein nominell. Zwei Olympiasiegerinnen hier im Feld. Gespannte Stille im weiten Rund in Dessau, im Paul-Greifzu-Stadion beim Anhalt-Meeting. Zwei von fünf Olympiasiegerinnen, die heute hier am Start sind. Und auf geht's, die sechs Schnellen. Nochmal zum Überblick auf der Bahn 1, Hermione Plumpre aus Großbritannien, startet aber für den SCC Berlin. Aber wir schauen außen. Wir schauen außen, die 231. Ja, die Polen Natalia Kaczmarek und Justina Svieti Erzetic. Das sind die beiden, die hier den Ton angeben. Die einzige, die halbwegs mithalten kann, das ist Alisa Schmidt. Aber Sie sehen schon, Natalia Kaczmarek, 50,50 ihre Bestzeit. Die Olympiasiegerin, Silber hat sie auch mal gewonnen, über 4x4 in Tokio. Und hier leider sitzt der Fotograf, ja, vor der Zeit nach 51,23. Starker Auftritt und vor allem die Erfüllung der WM-Norm für die Polin. Auch dort wird ja um Normzeiten gelaufen. 51,35 ist die Norm, um in Eugene dabei zu sein. Das hat die Olympiasiegerin also schon mal in der Tasche. Dessau war mehr als eine Reise wert. Schauen wir mal auf die anderen Ergebnisse. Justina Svieti Erzetic 51,96 auf Rang 3 am Ende noch. Luna Thiel vom VfL Eintracht Hannover 53,18. Alisa Schmidt vom LC Olympia 53,30.